bedingt, er setzt sich selbst Pflichten, bedingt Pflichten, bedingt Handlungen, leitet seine Seele und verpasst es nicht, sie zu beobachten. Denn die Seele, wie Allah Ta'ala sie im Koran beschreibt, inna nafsa la ammaratum bissu, das sagte Yusuf alayhi salam, ein Prophet. Er sagte, la ubarri'u nafsi, ich erkläre meine Seele nicht für rein. Und dann begründet er das, warum. Er beschreibt die Natur der Seele, die Natur des Menschen. Inna nafsa la ammaratum bissu, die Seele gebietet das Schlechte ein. Und das Wort Ammara hier ist kein einfaches Wort. Es gibt in der arabischen Sprache wie auch in der deutschen Sprache die sogenannte Steigerungsform, das man, was man Al-Mubalara nennt. Al-Mubalara heißt nicht, dass es, das gibt es nämlich auch in den Namen und Eigenschaften Allah Ta'ala, Al-Mubalara heißt nicht, dass es übertrieben ist im Sinne, dass man einer Sache etwas mehr zuschreibt, als ihr wirklich zusteht. Das wäre die Übertreibung. Mit der Mubalara ist einfach die Steigerung gemeint, die Intensität der jeweiligen Eigenschaft. Er sagte hier nicht in der Nafs Amira bisu, das war die einfache Form. Die einfache Form, die Seele gebietet das Schlechte oder befiehlt das Schlechte an. Er sagt Ammara. Ammara, um das nochmal auszudrücken, dass das wirklich akut ist und sehr intensiv ist, im Sinne der Häufigkeit. Also, dass es häufig passiert, immer und immer wieder passiert und auch im Sinne des Ausmaßes, dass sie tatsächlich auch dazu in der Lage ist, immens schlimme Dinge anzubefehlen oder Menschen anzudrehen. Und deswegen darf er nicht er darf sich nicht auf seinen Nafs verlassen, er muss das beobachten. Er muss das ständig beobachten, denn er ist nicht sicher davor, dass sie, das nennt er hier so, er nennt das Khiana. Er ist nicht sicher vor der Veruntreuung der Seele und dass die Seele sein Kapital in diesem Handel, wir reden ja von einem Handel, und ein Handel kann nicht bestehen, wenn es kein Kapital gibt, dass die Seele dazu führt, dass sein Kapital verschwendet wird. Und wenn sein Kapital verschwendet ist, dann gibt es keinen Handel mehr.